Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy X Teil 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, mit den zwei Mädels haben wir geredet. Dann schauen wir nochmal ganz kurz nach Luca. Also nicht dahin, sondern einfach nur, was da steht. Episode abgeschlossen. Luca bietet so viel Spaß und Unterhaltung. Lasst euch nichts entgehen. Ja, da könnten wir auf jeden Fall zwei Minispiele jetzt spielen. Und zwar Blitzball und dieses Münzenspiel. Sphero Break heißt es, genau. Wollen wir aber jetzt nicht unbedingt machen. Stattdessen gehen wir jetzt in den Funguspass hinein. Kampfturnier der Liga. Ein Krieg zwischen Liga und Yevon ist abgewendet. Um Dampf abzulassen, hat die Liga ein Kampfturnier eröffnet. Und das schauen wir uns doch gleich mal an. Hoppla. Lady Yuna! I went to your concert! It was spectacular! I was so moved! Thanks to you, we should be able to resolve our conflicts with New Yevon peacefully. Sehr schön. The guys who went to the concert have been going around pushing for a truce. That's great! Sadly, there are a great many League members who don't know what to do with their energy. It may sound odd, but they're unhappy about losing the chance to fight. They are so ready to blow up. But Commander Lucille thought of this great idea. Like, what if everybody blew off some steam with a battle tournament? Sounds like fun. Yuni, maybe we should enter. That would be so cool! Yibel's handling registration, so if you're competing, talk to him. Alles klar. Was ich jetzt allerdings nicht mehr weiß, ist, wie schwer das wird. Ob das funktioniert mit der Ausrüstung, also mit dem Glücksspieler, den wir jetzt im Moment haben, um zu leveln noch ein bisschen. Oder ob wir tatsächlich umbauen müssen. Das können wir ja während dem Kampf machen, wenn wir merken, es geht nicht. Als ich mit meiner Maschine am Turnier teilnehmen wollte, wurde ich abgelehnt. Am Turnier teilnehmen wir sollen? Ja, bei. Junge Liga, Mühe, wir uns geben werden. Ich wollte aber mit dir eigentlich reden. Will you be competing in the tournament? Ja, auf jeden Fall. Understood. Allow me to lead the way. The High Summoner Yuna has graciously agreed to help test our strength. Step forward if you are confident in your skill. Ooh, I wanna... I too accept the honor of entering the tournament. I will never forget the day I was allowed to challenge Lady Yuna. Very well. All units take your positions. So, Mission gestartet. Kampfturnier der jungen Liga. Besiege die Herausforderer und schlage dich durch das Turnier. Kampfrichterin ist Kommandantin Lucille. Besiege 7 Turniergegner. Let the first round commence. Huh? Me? Ja, du wolltest doch. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Wir werden mal sehen, ob das auch so funktioniert oder nicht. Oh, wir machen erstmal einen Fortuna rein. So, wir machen erstmal einen Fortuna rein für alle. Dann haben wir ein bisschen mehr Glück. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Dann schauen wir mal, ob wir die Liga-Dinger wegkriegen. Wow, wow, wow. Cross your fingers. Big money, big money. Rico braucht dringend HP. Wow, das war ja so klar. Ich glaube, wir müssen Rico tatsächlich umschalten, oder? Ah, halt, Pain ist das. Yuna. Und du gehst mal auf Weißmagier. Ich glaube, wir müssen Weißmagier definitiv reinmachen. Don't write off the power of luck. Moment, wo ist es? Max Vita.
erstmal auf Jonah selber, Rico selber. Ihr könnt, glaube ich, hier bleiben. Aber Weißmarker brauchen wir auf jeden Fall erstmal. Die anderen können mal hier bleiben, denke ich. Max Vita auf Jonah. Okay, wir haben ihn. Works for me. Dann leveln halt nur jetzt nur die zwei anderen. A flawless victory. The next challenger awaits. Kann ich mit Jabel? Nee, kann ich leider nicht reden mit. Immer auf die arme kleine Rico. Cross your fingers. Und dabei ist immer doch gerade als Weißmagier unterwegs. Okay, hat halt nicht viel HP, das ist das Problem. Och nee, nicht schon wieder. Ernsthaft jetzt? Alle hier. Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich wichtiger mit Riku auf Weißmarker jetzt zu sein, als ja. So, das war der zweite. Dann kommt jetzt der dritte. So, mach gleich mal ein Brotes auf dich, auf uns alle hier. Cheer up. Wow, 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 wow. Die gehen aber auch wirklich gerne auf die kleine Rico. Okay, auch diesen Kampf haben wir geschafft. You make combat look effortless. Weiter geht's. No problem. Rico, du weißt schon, Brot ist auf alles. So, ich glaube, dann sind wir jetzt gleich mal ganz gut geschützt hier. Das passt dann schon mal ganz gut. Ja, jetzt sind wir ganz gut geschützt.
more moat raid. Sehr schön. Dann Schwarzmagie mal noch ein bisschen reinmachen. Ui. Sehr schön. Dann haben wir noch die Liga-Meisterin. Hoi, hoi, hoi. Don't write off the power of luck. Das mit der Magie war eigentlich auch kein so schlechtes Ding. Okay, das haben wir auch. Ich glaube, wir kriegen gar keine XP, kann das sein? Also es kommt jedenfalls kein Anzeichen für XP. Also ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt tatsächlich XP kriegen, ob dieser Glücksspieler hier was bringt oder nicht. What? Hey, we need you. Dann machen wir es halt mal ein bisschen anders. Also wenn wir hier tatsächlich keine XP bekommen, dann bringt ja auch Dings nicht. Dann können wir es auch ein bisschen schneller machen hier. Wenn der Glücksspieler, ich meine, den Glücksspieler verwenden wir ja nur, um aufzuleveln ein bisschen. Aber wenn wir hier keine XP kriegen, dann können wir es auch, wie gesagt, ein bisschen. Oh, Elma. Give me all you've got. Okay. Time to clean up. Right behind you. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was mit dieser Dings hier, wie gut es funktioniert. Any better? Ich sag ja, Dings funktioniert eigentlich ziemlich gut eigentlich. So, jetzt haben wir noch Shell drin. Dann nochmal kurz Ding machen. Chin up, eyes forward. Ich glaube, sie hat auch was drauf, oder? Nee, da machen wir einen ganz normalen Angriff. Anti-Z. Ja, machen wir noch ein Anti-Z auf sie drauf, damit sie mehr Schaden bekommt. Wobei, ich glaube, das dunkle Macht durchschlägt auch das, oder? So, sehr schön. Ja, jetzt machen wir auch hier mit richtig Schaden. Sehr schön. Ja, diese Kombination ist echt klasse, finde ich. Magnificent, Lady Yuna. Elma, you too fought well. Learn from this defeat. Commander, who will be next? Ja, ihr... What? Will no one step forward? Ihr wolltet well, doch. Well, I guess we're done. You're forgetting someone. Me? Lady Yuna, if I may? I'd be honored. The honor is mine. Please be gentle. Okay, Lucille. Das hört sich an, als ob das jetzt ein etwas heftigerer Kampf werden könnte. Any better? So. Moment. Was wollte ich? Das verwalte ich. Kiss me. Das ging nicht. Lucille hat im Moment auch nichts groß drauf. Wir sind gut geschützt. Ja, die macht gut heftigen Schaden, glaube ich.
Aber wir sind gut geschützt, das ist schon mal ziemlich gut. Feuer? Ja, mit dunkler Macht kann man wirklich verdammt viel machen. Das ist so eine wahnsinnig mächtige Fähigkeit. I'm ready for more. Und da haben wir sie schon. Ja, wie gesagt, diese Dreierkombination, was wir da Commander. Haben, ist heftig. Thank you, Lady Yuna. It was a good match. You really are amazing, Lady Yuna. You are incredible too, Commander. Und damit ist auch diese Mission abgeschlossen. Und jetzt kriegen wir XP. Ja, vielleicht hätten wir da vorher auch ein bisschen mehr noch XP gekriegt, aber gut, was soll's. Now is the perfect time for me to tell you something that has been on my mind. Ja, was dann? It concerns the Youth League and Spira's future. When the calm arrived 2 years ago, it echoed deep in the hearts of Spira's youth. With Sin's defeat, we had lost not only our mortal enemy, but also our purpose in life. I too felt lost. I did not know what direction to take, where to channel my energy. It was Maven Nuge who guided our lost generation to a new purpose, to uncover Spira's true past. This is the same man who was once called Deathseeker, who made no attempt to hide his despair. What caused Maven Nuge to change? That is not for us to know. Nonetheless, under Nuge's leadership, we finally found a way to apply our strength. But look at us now. The power we hope to use for good has intoxicated us all, even Nuge. The Youth League is in danger of becoming a mindless band of thugs that know only violence. A power that destroys rather than creates, without meaning, no better than Sin. Do you remember why the Youth League seeks the truth behind Spira's past? Because Spira's past is the foundation for its future. Our power exists so that we may cut a new road to a new age. An age where children will never have to lift a sword. Und damit haben wir auch die Episode abgeschlossen. Und eine gute Rede von Lucille. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Genau deswegen habe ich ja eigentlich auch damals in Anfang Kapitel 2 die junge Liga eigentlich unterstützt, weil genau das ist, wo ich richtig finde. Ja, wie auch immer. Lucille finde ich schon ziemlich klasse. So, Ausrüstung. Yuna, du kommst wieder auf den hier. Weißmagier kommt wieder hierher, genau. Und Dunkler Ritter kommt auch wieder hierher. Wie sieht es eigentlich aus? Abilities mäßig. 39 von 100. Ja, das dauert noch ein bisschen. 13, ja klar. Riku ist jetzt natürlich ein bisschen hinterher. Das ist klar. Und... Da habe ich vergessen, auf Viererwürfel zu gehen. Da bin ich auf Segnen so gegangen. Okay, dann machen wir erstmal Segnen für die ganze Gruppe hier. Das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Auch wenn beide Anführer sind, du kannst Brüderchen und Lucille nicht vergleichen. Das ist wohl wahr. Im Vergleich zu früher hat er sich sehr verändert. Nutsch meinst du wahrscheinlich, oder? So, Funkuspass. Der junge Liga scheint sich eingefangen zu haben. Jetzt gibt sie das Beste für den Frieden und die Zukunft Spiras. Wir gehen nochmal hierher. Hier haben wir nämlich sogar noch zwei Sachen zu erledigen. Wobei wir im Moment nur eine Sache erledigen können. Und zwar, die eine Sache, die wir nicht erledigen können, ist die, ihr erinnert euch.
an dem Purpursphäroiden-Dings, wo in diesem Fungus, in diesem Funguspastal da unten ist, mit dieser versiegelten Tür. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hingehen. Und wenn wir das schaffen, müsste es nochmals eine Episode abgeschlossen geben. Aber das können wir momentan noch nicht machen, weil uns noch immer noch zwei Spheroiden fehlen. Aber wir können noch was anderes machen. Und das wollen wir noch schnell machen. Muss man noch mal schauen, wie gut das funktioniert hier. Da können wir gleich noch ein bisschen dabei leveln. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin in dieser Folge, dass ich nicht zu sehr überziehe. Aber eigentlich hätte ich denn diesen Funkuspass quasi bis dahin noch ganz gerne abgeschlossen gehabt. Das hat jetzt noch nicht so richtig was gebracht. Aber warum mache ich eigentlich mit Rico Ding hier? Ich kann doch Schwarzmagie machen. Das ist ja nicht so, dass ich unbedingt den Glücksspieler machen müsste mit Rico. So wie wir im Moment aufgestellt sind. Ich glaube, AP brauchen wir jetzt nicht so unbedingt mehr. Aber ich glaube, wenn wir Schwarzmagie hier so verwenden, dann müsste das auch gehen. Pain schläft. So. Ach nö. Aber das war jetzt nicht das Ding, wo ausgelaufen ist, oder? Ich glaube, das war nicht das Ding, wo ausgelaufen ist. Naja, gut. Aber man merkt schon. Hoi. Man merkt auf jeden Fall schon, dass mit zwei Dunkelrittern und einem Magier das alles um einiges einfacher wird. Ja, das wird um einiges alles einfacher. Aber mit diesen Kostümen leveln wir halt auch das doppelt so schnell. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir das machen. Ich glaube, ich habe mich doch ein bisschen... Ich hätte, glaube ich, das doch in der nächsten Folge erst machen sollen. Ich glaube, das dauert noch tatsächlich ein bisschen zu lang. Aber jetzt sind wir schon dabei. Dann machen wir es noch in dieser Folge. Dann wird es so vielleicht ein bisschen länger. Schande. Ich wollte doch mit Dings wieder, ja. Ich dachte, es wäre jemand anders dran gewesen. So, Schwarzmagie. Ich glaube, bei dem könnte Eis vielleicht ganz gut helfen. Falls er das überhaupt überlebt. Nein, überlebt er nicht. This is easy. Wir müssen noch mal hoch zur Liga. Ich
Probieren wir mal Eis auf. Nee, wir machen Feuer auf den Lupus. Und er geht auf den hier erstmal. So. So ist, glaube ich, ganz gut. Ich wollte es andersrum machen, aber da der Lupus im Our Soul ist. Ah, das war doch gar nichts. Okay. Aber das war ziemlich gut. Okay, Eis war keine so gute Idee. Dann vielleicht doch Feuer. Segen erlernt. Sehr schön. Damit können wir jetzt quasi das ganze andere Dings von der Gruppe dingsen. Ah, ich bin echt am Überlegen, ob ich vielleicht hier doch schon Schluss machen und in der nächsten Folge weitermachen soll. Weil ein bisschen ist es ja noch hin, bis wir da hinkommen. Und da werden wir wahrscheinlich noch ein oder zwei Kämpfe machen. Ich hätte es eigentlich ganz gerne in dieser Folge hingekriegt. Aber nee, machen wir hier in der nächsten Folge weiter, hätte ich gesagt. Bis dahin macht's gut und tschüss.